meine Freunde, hier ist euch Sam Desu. Ich habe heute zwei Special Guests dabei, denn was wir heute machen werden, ist eine richtig krasse Challenge, die ihr so noch nie gesehen habt. Denn wir machen Don't Touch the Lava, beziehungsweise wer als letztes Lava berührt, der gewinnt etwas Krasses. Aber bevor wir das sagen, erstmal stelle ich heute meine Special Guests vor. Wir haben hier die nette Dame Enisa. Und natürlich auch mal wieder am Start Forty. Ray. Doch gar nicht, was abgeht. Und zwar die Challenge, ihr kennt das, ne? Man darf Lava nicht berühren, ne? Ja. Das heißt, wenn ich sage, der Boden ist Lava, wisst ihr alles, ne? Dann mach ich das, oder? Digga, das zählt nicht. Das ist, aber Grundprinzip zählt. Okay. Und jetzt haltet euch mal ganz kurz fest. Okay, halt mich fest. Denn derjenige, der es als letztes schafft, egal wie lange, es schafft, ihn Lava nicht berührt zu haben, ja, der gewinnt 20.000 Euro! Was? Ja, Digga, 20.000! Was sagst du? Aber bist du ernst jetzt, oder? Ja, ich bin richtig ernst. Ja, meinst du mal ernst? Nein! Also, es geht tatsächlich um 20.000 Euro. Hä? Was? Aber ist das dein Ernst? Nein, du Lava! Ist das ernst? Nein, mach wirklich. Ernsthaft? Ja, ich bin voll. Endlich mal etwas aus deinem Snacken! So Leute, bevor wir jetzt wieder anfangen, gebt erstmal einen dicken Daumen hoch, denn das ist ein Explosionsvideo. Und nicht vergessen, abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt, mit einem Klick auf den Abonnierbutton und einem Klick auf die Glocke, um immer schon benachrichtigt zu sein, wenn ein neues Video online kommt, was hier auf diesem Kanal ab und zu mal passiert. Also abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt, und ich würde sagen, geht direkt ins Video. Okay Leute, die Challenge hat offiziell gestartet. Enisa und Sam sind unten, Freunde. Ich weiß nicht, was die machen, aber mal gucken, ob die bereit sind. Ey, ihr habt nur noch 5 Sekunden Zeit, der Boden ist Lava! Okay Leute, was ist gerade passiert? Junge, was machst Digga, du da? Ich wusste nicht wohin, Digga. Junge. Ich dachte einfach, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hier war kein Platz, Digga. Bein gebrochen. Ja, küss mich. Oh, ups. Das kam, so unerwartet gerade. Ich wusste nicht, was passiert ist. Kiss. Nein, das soll ich sowas sagen. Ich mein Rücken. Enisa. Vati ist gerade oben. Glaubst du, er ist, wird verstecken, dass wir noch die Challenge machen? Nein, was macht er? Lass mal ganz kurz gucken. Warte mal. Leute, Vati trainiert hier gerade, glaube ich, wie ich es anhöre. Oh, der holt sich einen runter. Ich weiß es gerade nicht. Und ich will mal gucken, ist er immer noch überhaupt da? War? Weiß er überhaupt, dass wir noch die Challenge-Lava machen? Gucken wir mal. Vati! Ja? Pause! Oh, boah, das sieht aber nice aus. Ah, du darfst dich nicht bewegen, Bruder. Ich nehme einfach mein Handy, ganz kurz, entspannt. Das packen wir einfach mal hier ganz kurz hin. Und ich glaube mal, wenn du es fallen lässt, das wird ein bisschen problematisch, oder? Oh Mann, geil. Ey, warte mal. Wie machst du eigentlich die Pause-Challenge? Oh. Junge, mein Handy! Warte mal, ich nehme das mal. Ja, ich bin nicht so einer, So, genau, wenn das ist. Junge, gib mal mein Handy! Junge, lass doch einfach los, Digga, auf entspannt. Guck dir das an, Leute. Hey, los, Hammer! Digga, mach schön langsam, nicht, dass du dein Handy kaputt machst, ha? Oh, du musst daran glauben, wenn du das ganz langsam machst, könnte eigentlich nichts passieren. Es sei denn. Oh. Junge, nein! Oh, ich hab richtig so ein mein Handy, Bruder. Gerade. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, richtig kaputt. Oh, warte, ich muss mal gucken. Oh mein Gott, Leute, nein. Ich kann sehen, wie kaputt das ist. Ey, Simon, laber nicht. Oh, warte mal. Oh, Scheiße. Simon! Okay, das war jetzt. Okay, das ist echt kaputt. Ich wollte eigentlich nur gerade Spaß machen, dass es kaputt ist, aber es ist echt ein bisschen im Arsch gerade. Ey, Bruder. Tut mir leid. Ey, fühlst du eine dumme Challenge oder was, Alter? Aber Bruder, oh weißt du was? Was? Der Boden ist Lava. Ey, Junge. Oh, Scheiße. Gut, das war, da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Leute, ich habe die geilsten Idee, okay? Weißt du, was das ist? Also, wenn ich dich hören kann, dann gilt dieses Spiel nicht für mich, oder? Ich bin so schlau. Na, 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 na. Ey, Simon, was hast du? Guck mal mein Handy an. Okay, ey, das ist wirklich nicht okay. Ich mein's ernst. Bruder, cool. Okay, ich will nicht so sein. Ich zeig mal einmal ganz kurz. Hm. Ich will nicht so sein. Guck mal einmal. Lass mal rein. So, weißt du, was wir machen? Was? Digga, pass auf. Digga, Enisa ist gerade unten. Ja. Lass einmal ganz kurz Tag Team machen. Wenn wir beide was zusammenhalten und beide gleichzeitig sagen, der Boden ist Lava, dann muss nur sie springen. Sie darf den Lava nicht berühren. Aber wir. Das heißt, wenn wir zusammenhalten, dann kicken wir sie schon mal raus. Go. I'm smart, man. I went to school once. Schon. Ey, noch besser, wenn sie Musik hört, dann hört sie uns nicht. Ja. Das heißt, sie muss eh, hat's verloren. Drei.
zwei, eins. Der Boden ist Lava! Verloren! Guck mal, ich hab verloren! Ey, das ist raus! Ey, warte, warte, warte mal! Du bist raus! Was raus? Du hast einen Fuß, guck mal, du bist auf dem Boden. Du bist verloren. Also, hallo. Hallo, du hast verloren. AirPods, AirPods! Ja, aber du hast verloren. Nein, das zählt nicht. Natürlich zählt das. Ja, ne? Was denkst du, zählt nicht? Okay, Leute, was denkt ihr? Zählt es oder nicht? Ist jetzt raus oder nicht? Weil wenn man Kopfhörer drin hat, ist es eigentlich Schummel, oder? Wir machen ab jetzt die Regel, keine Kopfhörer. Okay? Aber schreibt mal ihr bitte in die Kommentare, ob es gezählt hat oder nicht. Ist sie jetzt raus oder nicht? Raus, oder? Natürlich ist sie raus. Du sagst, du bist nicht raus, oder? Ja, ich bin nicht raus. Und ich sag auf jeden Fall, du bist raus. Aber ich würde sagen, Leute entscheiden trotzdem. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn das heißt. Der Boden schlafe. Okay, Leute, Simon ist oben und Enisa ist da ganz alleine. Leute, ich bin Fatina Manipulator. Mal gucken, was sie macht. Enisa? Ja. Guck mal, ehrlich, ne? Ich fand's gar nicht okay, wie Simon mit dir geredet hat. Ja, ich finde, du hast recht, ehrlich. Ernsthaft? Ja, du hast recht. Dankeschön, Fatih. Also ehrlich, ich finde, du hast bei den Kopfhörern recht gehabt. Deswegen sollen ich und du ihn verarschen. Ernsthaft? Ja, bist du dabei? Willst du wirklich, dass ich also meinen eigenen Freund verraten? Ja. Okay. Okay, komm. Okay. Hä? Wo ist er? Ich glaube, der ist hier, Toilette. Simon! Enisa! Hallo! Der ist hier auf Toilette! Enisa! Simon! Simon! Hallo! Enisa! Simon! Enisa! Der ist auf Toilette! Sag das doch gleich! Simon! Also, ich glaube wirklich, er hat sich angeschlossen. Simon! Enisa? Ey! Enisa! Alter, was zum Teufel macht ihr hier, Alter? Was? Kann ich nicht mal in Ruhe ganz kurz meine Kekse backen? Nein. Eins, zwei. Drei. Der Boden ist Lava. Hey, Leute, macht nicht so mit mir. So, fertig. Ey, Digga, das zählt nicht, Alter. Du bist nur auf dem Boden. Genau, du bist immer noch auf dem Boden. Das geht. Hä, was wollt ihr von mir? Das zählt nicht. Digga, das hier ist der Boden. Nein, das ist auch der Boden. Der Duschboden. So, Wasser, Lava, Lava weg. Ja? Digga, bist du dumm? Digga, ich mach einfach den Lava weg mit Wasser. Digga, ich denk mit. Zwei Schritte gehen mit dem Kopf. Chessplayer, ne? Schach spielen. Digga, du bist am Schummeln, Alter. Das, das ist kein Schummeln, Mann. Das ist Schummeln, ne? Das ist wirklich Schummeln. Das ist wirklich Schummeln, ehrlich. Du bist wirklich krank in deinem Kopf. Lass ihn einfach hier. Tschüss. Nur am Schummeln, Alter. Ja, Alter, wirklich. Er schummelt all the time. Das ist so krass. Dann bist du selber am Schummeln. Ich? Ja, klar. Was? Was ist los mit euch allen? Alles sind Schummlerin hier. Ey, Leute, die beiden sind doch Frick-Leute nur am Schummeln. Wie soll ich diese Challenge gewinnen, wenn die beiden nur am Schummeln sind? Ehrlich, Leute, ich muss mir das einfallen lassen. Okay, Leute, es sind schon 20 Minuten vergangen, seit die mich da irgendwie verarschen wollten. Und der Fatih ist die ganze Zeit oben und der hat sich noch nicht mal irgendwas gemeldet. Ich guck mal ganz kurz, was überhaupt macht die ganze Zeit? Fatih, Bruder, alles okay? Nur was willst du? Digga, was machst du hier die ganze Zeit oben alleine? Ihr seid nur am Schummeln, Alter. Ich hab keine Lust mehr auf diese Challenge, ehrlich jetzt. Digga, wieso bist du so am Weinen gerade? Bruder, reicht einfach. Die unten mit ihren Kopfhörern und du hier in der Dusche, Alter. Was soll das? Bin ich der Einzige, der hier fair spielt oder was? Ja, es geht um 20.000 Euro, Bruder. Ja, Bruder, trotzdem, Alter. Das ist eine Challenge, aber da sollte man auch fair spielen. Okay, okay. Tut mir leid. Soll ich dich in Ruhe lassen? Ja. Echt jetzt? Digga, ist schon so weit gekommen, ist schon echt auf diesem Level von wegen, oder was? Ehrlich. Okay, was okay, ich geh raus, Bruder, alles gut. Aber, apropos, weshalb ich eigentlich gekommen bin. Digga, was? Hast du Socken hier? Hast du Socken für mich? Ich hab grad keine. Digga, lass du einfach mal. Okay, lass dich, alles gut. Ich glaube, er ist nicht so begeistert, aber vielleicht. Oh, warte mal. Er ist gerade ins Bett gelegt. Ich check gleich nochmal in 25 Minuten, vielleicht ist er eingepennt. Digga, dann hab ich safe gewonnen. Dann muss ich nur noch Enisa rauskicken und die 20 Mille gehören mir. Ja. Okay, Leute, es sind jetzt ungefähr 20 Minuten vergangen und Enisa und ich warten hier ganz normal. Und mal gucken, ich glaube, hoffentlich ist er heute eingeschlafen. Wir checken es mal. Aber vorher gucken wir mal. Oh, was malst denn du da? Oh, krass, Digga. Das ist ein Erdbeer. Was? Ein Flugzeug. Ich hab eine Idee. Weißt du, was ich machen werde? Ich glaube, Fadi ist eingeschlafen und ich werde ihn jetzt rauskicken. Geil, oder? Ich will auch. Darf ich am Pipi mal hier zeichnen? Nein, lass ihn mal pennen. Glaub mir, ich kick ihn raus. Weil wenn wir beide hochgehen, ist so laut, da wacht er auf. Ich bin überhaupt nicht laut. Okay, jetzt die Idee, weil wenn er jetzt pennt, dann haben wir direkt gewonnen. Ich kick ihn raus. Sofort.
dein Ernst? Nee. Der, ich lass mich doch nicht verarschen hier. Du bist schwer. Bruder, like, what the hell? Was machst du da? Was machst du da? Bruder, chillen, Digga. Wow. Die Kamera. Ja, genau, die hab ich nur mitgebracht zum Chillen. Ja, und sonst so, was geht bei dir? Digga, ich bin am Schlafen, was machst du denn, Alter? Ja, ach, du hast geschlafen? Ah. Bruder, das wusste ich nicht, Digga. Naja, nicht vergessen, ne? Du weißt, der Boden ist Lava. Was? Ich muss auf Toilette. Ja, okay. 3, 2, 1. Bruder, du weißt, du bist raus jetzt, ne? Was? Bruder, ich hab gerade eben gesagt, Digga, nicht vergessen, der Boden ist Lava. Ey, Bruder, nein, Mann, ey, du hast mich verarscht. Nein. Warte, du bist selber rausgegangen gerade. Junge, laberst du schon? Warte, ey, Digga, du bist raus. Nee. Ich hab gesagt, nicht vergessen, der Boden ist Lava. Warum du pinkeln musstest genau im Moment, keine Ahnung, aber du hast dich selbst rausgekickt. Ey, die will jetzt einfach schummeln, Alter, ehrlich jetzt. Wegen sowas bin ich draußen? Normal, wegen sowas bist du draußen, Digga. Für mich stehst du genau gerade auf dem Boden. Oh, du bist raus, Digga. Nisa! Nisa! Ja. Der Fatih ist raus. Okay, Leute, Fatih ist raus, ist nur noch Inisa da und ich bin ein bisschen müde, das heißt, ich lege mich jetzt hin. Aber ich habe die geniale Idee, dass ich weiß, wie ich schlafen kann, ohne dass Inisa überhaupt weiß, dass ich schlafe. Richtig geil. Fatih! Was? Ich denke, Sammy schläft. Oh, nur, was interessiert mich das? Lass uns zusammenarbeiten. Warum soll ich das tun? Schnee raus aus der Challenge. Was? Aber guck mal, ernsthaft, wenn ich über das 20.000 gewinne, ja? Dann würde ich dir 5 Euro geben. Boah, du bist ja richtig großzügig. Okay, komm. Okay, komm. Guck mal. Digga, was ist das? Denkt ihr, wir glauben das? Er hat immer die krasseste Idee. Oh mein Gott. Digga. Ich hab die Idee. Pass jetzt auf. Ich kann nur sagen, der Boden ist Lava. Simon! Simon! Du hast verloren! Du hast verloren! Der Boden ist Lava! Ja? Ich weiß! Was? Dein Fuß war auf dem Boden, du hast verloren! Der Fuß war auf meinem. Hast du meine Idee geklaut? Bruder! Hä, wie kann es überhaupt sein, dass ihr wusstet, dass ich schlafe? Was denkst du? Du hast diese krasse Idee mit dieser Frau auch? Ja, na klar! Digga, das. Aber er wusste erstmal nicht, dass ich das nicht bin, oder? Wann hast du blaue Augen, meine Liebe? Seit wann bist du blau? Okay, aber war die Idee trotzdem cool? Mit blonden Augenbrauen. Du könntest dein eigenes Bild benutzen. Das wäre ja, okay, ein bisschen mehr. Mann. Gut, dann bin ich jetzt raus. Gut, dann sind wir jetzt alle raus und keiner hat gewonnen. Nein, mein Nies hat gewonnen. Nein, dann sind wir jetzt alle raus. Nies hat gewonnen. Dann sind wir jetzt alle raus und keiner hat gewonnen. Sind wir jetzt alle raus und keiner hat gewonnen. Yeah! Was? Yeah! Warte. Habt ihr zusammengearbeitet? Was? Hab ich gerade gehört, du hast ihnen 5 Euro gegeben? Ja? Oh mein Digga, sie ist doch richtig großzügig. Gut, dann mach mal Hälfte mit mir, Digga. Wenigstens auf den.